Hallo Lieben, hier ist Julia von Weil du schön bist. Jetzt mit einer Kartenlegung für den kommenden Vollmond. Was ich einmal machen möchte, ich habe mir hier, wie ihr seht, was ausgetüftelt für euch. Es wird quasi darum gehen, welcher Anteil und Aspekt von uns darf jetzt ja verstärkt werden, wo dürfen wir hinschauen und was unterstützt dieses Hinschauen, also welcher Aspekt von uns unterstützt dieses Hinschauen jetzt zu dem, was jetzt in den Fokus gerät. Dann haben wir Botschaften von den Engeln, von den Einhörnern. Wir schauen, wie sich das Ganze mit dem Lenormand manifestiert auf materieller, also physischer Ebene. Wir schauen mit dem Tarot hier oben, das größte Potenzial dieser Situation ist, wo es sich hin entwickeln kann. Haben hier noch eine Botschaft dann vom Moonology, also von den Mondkarten und auch noch eine Botschaft, die Avalon an uns hat mit dem Avalon-Orakel. Ja, ich möchte tatsächlich hier anfangen. Und zwar habe ich hier, das nennt sich das, ich glaube, es nennt sich das Eva-Projekt. Und ich liebe diese Karten und habe letztens schon gedacht, bei einer Kartenlegung, oh, die muss ich unbedingt euch zeigen und damit eine Kartenlegung machen. Wir haben jetzt diese Karte, die ich jetzt hier in der Hand halte. Ich zeige sie euch gleich. Das ist das, worauf jetzt der Fokus gerichtet wird. Und das ist die Nummer 24, Schattenfängerin, Ungeliebtes und Integration. So sieht die Karte aus. Und mit dieser Karte, ja, wo wird jetzt eben der Fokus drauf gerichtet? Eben auf genau die Themen. Da dürft ihr jetzt hinschauen. Eure Schatten, eure Ängste, das, was ihr an euch selber vielleicht nicht annehmen könnt, was ihr vielleicht an euch selber nicht liebt. Eure Schattenthemen und ich glaube, hier geht es darum, eben diese jetzt zu integrieren. Ne? Also, jetzt der kommende Vollmond bringt nochmal, scheint quasi das Licht auf diese Schattenthemen. Ne? Was steckt da noch in dir drin, was noch der Heilung bedarf? Was sind deine Ängste? Und was ich hier einmal machen möchte, ich habe hinter mir auch einen Tisch. Und da werde ich jetzt auch einmal reingehen, denn da kommt so ein großes Buch mit. Und da möchte ich noch mal ein paar Aspekte aufzählen von dieser Karte. Jetzt fühle ich mich hier ein bisschen wie hier Geschichtenzeit mit Julia und dem Eva-Projekt. So, Nummer 24. Also, wo darfst du jetzt hinschauen? Ganzwerdung, Heilung, Selbsterkenntnis, Befreiung, Selbstannahme, Selbstbesinnung, Veränderung, Vitalität, ungeliebte, peinliche, hässliche Anteile integrieren, innerer Friede, Transformation. Und das sind die positiven Aspekte dieser Karte. Das ist also möglich, wenn du jetzt hinschaust und diese Teile erkennst und in dir annimmst. Auf der anderen Seite, wenn wir diese Teile nicht annehmen können, wenn wir sie nicht sehen, wenn sie unbewusst laufen, dann manifestiert sich die negative Seite dieser Themen. Und die negative Seite ist Verdrängung, innerer Untergrund, Masken, Monster, Dämon, Hass, Projektionen, Selbstmitleid, Unausgeglichenheit, Peinlichkeit, Scham, Kontrollverlust, familiäre Verstrickungen, psychosomatische Beschwerden. Also, da sieht man ganz klar, wenn wir uns unseren Schatten, unseren Ängsten, unseren Wunden nicht stellen, dann kann uns das ziemlich raushauen aus der Balance und dann manifestiert sich unser Schatten wirklich im Außen. Wenn wir aber hinschauen und ihn integrieren, dann haben wir hier die Chance eben auf Ganzwerdung, auf Heilung und Selbsterkenntnis, innere Frieden und Transformation. Ja, und dann schauen wir uns einmal an, was unterstützt dich denn hierbei? Was unterstützt dich dabei, wirklich jetzt deine Schattenthemen anzuschauen und das zu integrieren? Und das ist auch spannend. Da haben wir Nummer 14, wütende Grenzwächterin, Göttin Kali. Zeige ich dir hier auch mal. Ja, und mit dieser Karte, das finde ich ganz spannend, das sagt es das eigentlich, ne? Manchmal, Wut ist ja auch, damit kommt die innere Kriegerin hoch. Und Wut entsteht oder kann entstehen, wenn unsere eigenen Grenzen zu oft überschritten werden. Sodass wir dann irgendwann ausbrechen und sagen, Rah! Also eigentlich genau wie hier auf der Karte, ne? Und sagen,
Jetzt ist es genug. Grenzwächterin bedeutet auch, dass du hier für deine Grenzen einstehst und Grenzen ziehst. Was haben wir hier noch? Und die Göttin Kali, ja, die Göttin der Zerstörung. Ich finde, die beiden Karten gehen wunderbar einher. Und ich habe das Gefühl, dass es hier eine Situation für dich gibt, die dir eigentlich aufzeigt, deine Schattenthemen, deine Wunden, ne? Und die dir eigentlich die Möglichkeit der Ganzwerdung, der Heilung bietet. Und das Ganze folgt, also was unterstützt das, ne? Was ist der Support? Was unterstützt diese Heilwerdung hier? Und das ist das. Und es fühlt sich so an und es passt sehr gut zu dem Widder hier, ne? Der Vollmond im Widder. Der sagt hier schon, a fiery climax approaches, also wirklich so ein feuriger Höhepunkt bahnt sich da an. Und der Mond sind ja auch die Emotionen und dann guckt man eben, okay, wie äußern sich diese und der Widder, ja, das ist ja im Prinzip auch das Feuer, die Kämpfernatur so. Und ich habe das Gefühl, dass es eine Situation gibt, wo du sagst, genug ist genug, stopp, ich habe die Schnauze voll, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und Göttin Kali, du reißt hier irgendwas runter, eben weil du hier deine Themen auch erkennst. Weil du jetzt anfängst, auch eben diese Themen hier zu integrieren und vielleicht auch sogar Wut integrierst, ne? Hier Göttin Kali ist ja auch dieses Thema Wut. Wut in uns selber, gerade auch wenn du als Frau schaust, wo man immer gesagt hat, hey, wütend sein, ne? Also sei mal das brave Mädchen. Diese Wut, das kann sein, dass die jetzt hochkommt und dass du, ich finde, diese beiden Karten sind einfach so wunderschön zusammen. Weil ich das Gefühl habe, sie wirklich, wie sagt man, ich habe das Gefühl, beide Karten spielen sehr gut hier miteinander. Es kann auch sein, dass ein Schattenthema eben genau diese Wut ist und dass du jetzt hier anfängst, Grenzen zu ziehen. Und das eben auch machst, weil du merkst, hey, ich habe hier diese Wunden und dann schaust du da natürlich hin, integrierst diese Wunden, integrierst vielleicht auch deine Wut. Jetzt lass uns mal hier wieder schauen. Auf der einen Seite Abgrenzung, das ist die, ich sag mal, positive Seite. Abgrenzung, Selbstschutz, Selbstbehauptung, ein reinigendes Gewitter, menschliches Grundgefühl, Ressource, Schutz der Ich-Integrität, Selbstbehauptung, ach, ist ja zweimal tatsächlich, und auch wieder Transformation, Erneuerung. Ich habe fast das Gefühl, jetzt wird mir gerade gesagt, es kann sein, dass für manche von euch, dass ihr durch einen großen Prozess geht, wo ihr das Gefühl habt, es fühlt sich wie Sterben an. Und ich habe, mir wird gerade gesagt, ein Teil von mir muss sterben, damit ich wieder leben kann. Ich Gänsehaut gerade. Danke für diese Botschaft. Auf der anderen Seite, wenn wir die Wut nicht integrieren, wenn wir den Schatten der Wut nicht integrieren, und ich habe das, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das, was sich hier integriert werden will, das wird hierdurch supported, ne? Also durch diese Wut, die da hochkommt. Dann haben wir Jähzorn, Kontrollverlust, Brutalität, blinde Aggression, Hass, Gewalt, Zerstörungswut, Furie, Selbsthass, Depression, innerer Rückzug, Selbstausgabe, depressive Verstimmung. Ja, und du hast aber hier wirklich die Chance, etwas wirklich, weil bei beiden Karten war das Thema Transformation. Und benutze dein inneres Feuer, das Feuer des hier Widdervollmondes, benutze dein inneres Feuer, um diesen Anteil der Wut vielleicht zu integrieren, ne? Da, wo hast du vielleicht zu oft Ja gesagt, wo du hättest Nein sagen sollen. Gleichzeitig für mich fühlt sich das aber auch immer an Vergebung, ne? Das sind ja jetzt sehr starke Karten hier. Vergebe dir selbst und anderen. Vergebe anderen, die es nicht besser wussten. Yeshua hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ne? Heißt nicht, dass man in dem Umfeld bleiben muss, aber ja, Vergebung ist so, so wichtig, weil es für deine Energie wichtig ist. Und vergib aber auch dir selber. So, jetzt lass uns mal weiterschauen. Was ich einmal sehen möchte, ist, wie manifestiert sich das denn hier im Außen? Wir fangen mal hier unten an, die Karten aufzudecken. Was ist denn das Thema für uns hier? Ja, das ist eine sehr, sehr schicksalhaft hier. Wir haben schon das Kreuz hier unten.
Und der Schlüssel in der Mitte, das gefällt mir. So, ich habe die Karten noch nicht gesehen. Ah, oh, guck mal, da bist du. Haha. Und guck mal, da ist ein Neuanfang. Wow. Oh, das finde ich so cool, weil wie gesagt, diese Karten habe ich noch nicht gesehen. Ich habe sie umgedreht hingelegt. Und jetzt wollen wir mal reingehen in dieses Neunerbild. Also, das wird was auch immer hier passiert. Es ist der Schlüssel, die Lösung für etwas. Wir gehen jetzt mal auf die zentrale Energie. Das kann ein Schlüsselmoment sein. Es kann sein, dass hier eine Inspiration reinkommt und du sagst, boah, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe hier, ne? Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir dich hier auch direkt dran sehen. Was ist um den Schlüssel herum? Wir sehen das Thema, dass hier für dich ein plötzlicher Neuanfang möglich ist. Aber das, ne, das war ja hier auch schon Transformation, Erneuerung, plötzlicher Neuanfang. Mit der Schlange haben wir auch das Thema Heilung. Heilung kommt in die Dinge, die ja im Verborgenen lagen, Schattenthemen, ne? Weil die Sache ist die, was im Verborgenen liegt, das können wir nicht heilen. Das heißt, um in die Heilung zu kommen, um zu wissen, hey, das ist ein Thema von mir, das darf jetzt erlöst werden, integriert werden, geheilt werden, musst du erstmal überhaupt wissen, dass da ein Thema ist. Solange du das nicht weißt, sind diese Sachen quasi einprogrammiert in dein Unterbewusstsein und du wirst reagieren. Anstatt zu ja, agieren, sage ich mal, ne? Dann wirst du reagieren, re im Sinne von nach einem alten Muster reagieren. Und deswegen ist es so wichtig, diese Themen wirklich sich anzuschauen und zu sagen, weißt du was, ja, ich bin hier verdammt nochmal wütend. So. Das ist, wie gesagt, diese Abgrenzung, diese innere Kriegerin, dass du nicht alles mit dir machen lässt, dass du sagst, hey, stopp hier. Und dafür habe ich das Gefühl, steht das Buch. Ne? Und hier, da ist auch eine verborgene Kraft. Unter dir ist eine verborgene Kraft und Stärke. Gegebenenfalls ein verborgener Einfluss. Was ich auch das Gefühl habe, es kann beides sein, ne? Diese Wut, vielleicht war dir das noch gar nicht so bewusst. Vielleicht ist das der verborgene Einfluss hier, den wir hier haben. Und ich glaube auch, dadurch ist dir auch deine eigene Kraft und Stärke gar nicht so bewusst. Es kann sein, dass hier auch was losgelassen wird. Hatten wir ja, glaube ich, auch hier. Loslassen für einen Neuanfang mit dir. Du schaust direkt auf den Neuanfang drauf. Also ich habe das Gefühl, es wird eine sehr kraftvolle Zeit. Schlange, wie gesagt, das Thema Heilung haben wir hier, aber das Thema Komplikationen. Für diejenigen, wo es hier gegebenenfalls auch um partnerschaftliche Themen geht, könnte hier auch eine andere Person eine Rolle spielen, ne, die damit so ein bisschen rein manipuliert in die Geschichte. Aber auch da habe ich das Gefühl, hier geht irgendwas auf. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, Schlange mit Sicherheit im Verborgenen. Aber ich habe ehrlich gesagt, wenn, dann weißt du, dass da irgendeine Person mit drin ist. Hier gibt es auch Verankerung mit der Schlange. Verankerung der Komplikationen und Umwege werden hier losgelassen. Das könnte hier auch was auf der Arbeit sein, ne? Und dass du hier den Schlüssel findest, dass du hier eine Lösung findest oder dass du hier mit Sicherheit, dass da eben was im Arbeitsbereich auf dich wartet. Und wir haben das Kreuz, wir haben hier definitiv die Lernaufgabe. Schauen wir mal rechts und links. Was ist denn da? Rechts und links. Die Verankerung und die Kraft. Was ist die Lernaufgabe? Ich habe das Gefühl, hier geht es darum, dich in dir selber zu verankern und in deine eigene Kraft zu kommen. Lass mich nochmal weiterschauen. Was kriege ich hier noch? Weil wir das Kreuz hier natürlich haben, ne, was eben auch für die Lernaufgabe steht. Habe ich auch das Gefühl, dass da natürlich mit dem Kreuz gewisse Belastungen sind. Es kann auch wirklich hier eine karmische Situation sein. Was jetzt gerade passiert ist, dass diese Karten einmal herausstechen. Deswegen werde ich die jetzt einmal zusammennehmen. Hier ist eine Lernaufgabe, gegebenenfalls mit einer anderen Person. Oder wo. Für manche von euch kann das eben auch das Thema Heilung sein, Informationen zum Thema Heilung. Vielleicht kommt Wissen, was im Verborgenen lag, an die Oberfläche, sodass du in der Lage bist, hier Heilung in diese Situation zu bringen und einen Neuanfang zu haben.
Ich habe eh das Gefühl, hier ist sehr viel, also gerade mit diesen Karten, ne, Transformation, Neuanfang, habe ich das Gefühl, ist sehr, sehr präsent hier. Ja. Lass mich nochmal schauen. Okay. Vielleicht gehe ich da gleich nochmal rein. Ich mache jetzt einmal weiter, denn ich möchte einmal gucken, was haben die Engel hier zu sagen. Das ist das Engelsorakel. Zuversicht. Schau dir einmal diese Karte an. Zuversicht. Guck mal, da ist der Stern der Hoffnung. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Karte. Gerade weil ich das Gefühl habe, mit den Karten, die wir jetzt bisher gesehen haben und eben auch, dass es der Vollmond im Widder ist, habe ich das Gefühl, was ich schon sagte, dass es sein kann, dass wir hier echt durch so eine ruckelige Phase nochmal gehen jetzt. Tatsächlich fällt mir jetzt in diesem Moment erst ein, habe ich tatsächlich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass es auch im Oktober noch ein bisschen ruckelig werden kann von den Energien. Na, gerade auch der Mars ist rückläufig. Dann jetzt eben der Vollmond im Widder. Das kann wirklich sein, dass da wirklich ganz viel Wut auch im Kollektiv hochkommt. Aber wenn etwas hochkommt, dann will es gefühlt werden und es will angeschaut werden und erlöst werden. Lösung. Und das ist schön, das haben wir hier. Lösung, Heilung, Loslassen, Sachen, die plötzlich passieren, Informationen, die reinkommen. Neustart für dich. Und 100 bin ich mir ganz sicher, hier wird irgendwas, entweder kommt neue Leichtigkeit rein oder es fängt irgendwas für dich neu an, neues Kapitel oder mit irgendeiner Person kommt mehr Leichtigkeit oder es fängt was Neues an. Du hast hier, wie gesagt, diese Lernaufgabe, habe ich ganz stark das Gefühl, hier geht es darum, eben in die eigene Kraft und Verankerung zu kommen mit dir selber. Grundsätzlich haben wir hier das Thema andere Frau, was eventuell was sein kann. Vielleicht wird hier jemand oder etwas losgelassen, Schwierigkeiten losgelassen, die vielleicht auch schon eine Zeit lang verankert waren. Irgendwas, was hier ja ein bisschen länger auch schon irgendwie vorhanden war. Es kann auch sein, dass hier auf der Arbeit eine Lernaufgabe war, aber auch da habe ich das Gefühl, kommt eine Lösung rein. Gegebenenfalls steht die Sense nicht nur dafür, dass etwas plötzlich kommt, sondern eben auch das, was losgelassen werden darf. Jetzt schauen wir uns die Einhörner an. Natur, erde dich selber, finde einen, was sagt man, nach Sanctuary, finde einen heiligen Platz in der Natur und verbinde dich mit den Elementarwesen. Da haben wir auch schon das Grün der Karte. Das ist quasi, was die Einhörner dir raten. Ne? Ich weiß, es wird jetzt ja kälter, aber geh so oft es geht wirklich raus in die Natur, verbinde dich mit der Natur. Wenn du nicht rausgehen kannst, aus welchem Grund auch immer, hol dir die Natur rein. Hol dir Blumen rein. Hol dir Pflanzen rein. Ne? Oder wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, vielleicht hast du ein Bild, ein großes Plakat oder Poster, was du dir reinholen kannst, um die Energie der Natur in deine Wohnung zu bringen. Vielleicht die Elementarwesen, vielleicht willst du eine kleine Figur haben von einer Fee, von einem Zwerg, einem kleinen Gnom. Vielleicht ist das etwas, wo du sagst, nee, Pflanzen irgendwie kann ich nicht so gut, aber ja, weißt was, so eine kleine Feefigur. Verbinde dich mit diesen Energien, verbinde dich mit den Naturenergien. Ich habe auch das Gefühl, geh so oft es geht gerade raus und versuche, wenn sie da ist, die Sonne abzubekommen. Um da wirklich ein bisschen Lebenskraft und Energie auch noch zusätzlich zu schöpfen. Das kann, wie gesagt, ganz schön holprig hier werden, aber es dient, es sind Lösungen hier. Wie gesagt, wir haben hier die Zuversicht, also wir haben hier die Hoffnung, dass alles gut werden wird und das glaube ich auch, es wird alles gut werden. Und egal wie die Energien um dich herum sind, deine Aufgabe hier unten ist es, in deiner Kraft zu bleiben. Egal ob mit einer Person oder ob das die äußeren Umstände gerade sind in der Welt, deine Aufgabe ist es, in der Harmonie, in der Balance, in deiner Mitte, in deiner Kraft zu bleiben. Wenn du das schaffst, dann hat das tatsächlich einen, man sagt Ripple-Effekt, sagt man das auch auf Deutsch, einen Ripple-Effekt in dein Umfeld. So, wo fühle ich mich denn als nächstes hingezogen? Lass uns mal schauen. Ja, es ist diese hier. Und zwar, das ist mein Threads of Fate Oracle. The Explorer, der Entdecker.
Super schöne Karten. Oh, schaut die mal an. Diese Karte habe ich gezogen und habe gefragt, weil ich immer finde, diese Karten gehen sehr in Richtung persönliche Weiterentwicklung. Was ist es, was wir jetzt lernen, integrieren dürfen, für unsere persönliche Weiterentwicklung? Und da werde ich jetzt einmal hier aus dem Buch wieder lesen. Diesmal mache ich es ein bisschen klüger und schaue direkt vorne nach. Also Explorer, wo haben wir ihn denn? 9-4. Ah, da haben wir ihn. Okay, ja, der Explorer sagt eigentlich, oder der Entdecker sagt dir, dass du irgendwas tun kannst außerhalb deiner täglichen Routinen und deiner täglichen Rhythmen. Und jetzt, ich versuch's mal einfach direkt zu übersetzen. Wenn Leute an Entdecken denken, dann wird häufig gedacht, ah, jetzt geht man irgendwie als Entdecker raus in die Welt und geht auf Reisen und auf Reiseexpeditionen. Und natürlich kann Reisen auch sehr erhellend sein und kann sehr tiefgründige Erfahrungen und Veränderungen mitbringen. Aber die Karte sagt gleichzeitig, hey, täusche dich nicht, wenn du denkst, dass solche Erfahrungen außerhalb deiner Reichweite sind. Und du kannst entdecken von genau dem Punkt aus, wo du jetzt gerade bist. Du kannst zum Beispiel ja, neue Projekte und Sachen entdecken. Ne? Wenn da irgendwie ein Projekt ist, was du schon immer mal machen wolltest. Oder warte mal. Entdecke deine aktuelle Umgebung. Auch wenn es nur für dich jetzt in diesem Moment vielleicht dann darum geht, mal eine andere Route zur Arbeit zu wählen. Und der Entdecker sagt, dass man quasi rausgehen soll aus der Routine, die man immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gemacht hat. Ein Entdecker, der in der Balance ist, der wird getrieben von dem Bedürfnis nach Freiheit und dem, dass er gerne die Welt um sich herum erkunden und entdecken möchte. Der Entdecker mag es nicht, an gesellschaftliche Erwartungen gebunden zu sein. Stattdessen bevorzugt er es, dass die äußere Welt seiner inneren Welt, die aus Mysterium und Neugier besteht, reflektiert. So, lass mich mal weiterschauen. Okay. Ich habe das Gefühl, hier geht es auch darum, dich selber zu entdecken. Ja, man kann natürlich mit Routinen brechen, indem man jetzt einen anderen Weg fährt. Und das ist auch was, wo ich sage, hey, mach das doch auch gerne mal. Aber ich habe das Gefühl, hier geht es auch wirklich darum zu sagen, hey, ich entdecke mich jetzt selber. Was ist hier in mir? Ne? Weil wir hier ja, diese Karte habe ich auch gezogen in Bezug auf persönliche Weiterentwicklung. Was ist in mir? Was zeigt sich im Außen, was auch nur eine Reflexion von mir selber ist in mir? Und ich habe das Gefühl, wenn du ganz aufmerksam bist mit dir, dann findest du hier diesen Schlüssel. Schauen wir uns einmal die nächste Mondkarte an. Das ist Conclusion are within reach. Vollmond Eclipse. Also voll, die Mo ja, Mondfinsternis eigentlich. Conclusion are within reach bedeutet so viel wie, dass im Prinzip, ich würde mal sagen, Lösungen sind nicht mehr allzu nahe Ferne. Lösungen, Schlüssel. So, und da schauen wir uns jetzt auch einmal die Karte an. Ich drehe mich einmal wieder zurück zum Moonology Oracle Kartenset. Was haben wir hier? Full Moon Eclipse. So. Ja, Moment. Wo haben wir es hier? Full Moon. Ne, da war hinten. Und dann lese ich dir gleich auch nochmal diese Karte vor. Da haben wir sie. Also, diese Karte sagt, ah, okay, alles klar. Vergebung wird dich befreien von Karma. Hatte ich hier gerade schon gesagt, ne? Vergebung wird dich befreien von Karma. Meditation, Pranayama und Yoga, Nidra
sind jetzt hier empfohlen. Auch ganz wichtig, Atem. Was du machen kannst, wenn du merkst, boah, ich werde gerade getriggert, da kommt irgendwas hoch, ob eine Angst, eine Wut, was auch immer, dann erinnere dich daran, dass du mit deinem Atem dein Nervensystem wieder regulieren kannst, weil das ist letzten Endes das, was passiert. Wenn du getriggert bist, dann ist dein Nervensystem außer Rand und Band. Und was du machen kannst, ist natürlich in die Meditation zu gehen, was auch immer das für dich ist, ob das jetzt Malen ist und was Kreatives ist, ob das Sport und Bewegung ist, ob das einfach nur Sitzen ist oder was auch immer das für dich ist. Aber benutze deinen Atem. Und was da ganz wichtig ist, ist, dass du tief in deinem Bauch einatmest. Wir machen das ja manchmal hier bei den Videos auch schon. Tief in den Bauch einatmen und dann wirklich ausatmen durch den Mund und ganz lange aus, so lange wie es geht. Ich mache dir das einmal vor. Richtig mit Sound. Mach das ein paar Mal, ne? Damit du dein Nervensystem hier wieder regulieren kannst, wenn du das Gefühl hast, ey, ich bin außer Rand und Band. Diese Karte sagt auch, hey, es ist Zeit für dich wieder back on track zu kommen, also wieder zurück auf den Pfad zu kommen. Türen, die sich zuknallen, werden sich wahrscheinlich nicht wieder öffnen. Und versuche in Kontrolle zu bleiben, während gewisse Events sich hier ja, unfolden, wie sagt man das, entwickeln. Hier ist eine Affirmation, die du sagen kannst, und zwar, das, was für mich bestimmt ist, wird nicht an mir vorbeigehen. Das, was für mich bestimmt ist, wird nicht an mir vorbeigehen. Das, was für mich bestimmt ist, wird nicht an mir vorbeigehen. Schreib dir das vielleicht gleich nochmal auf. Was ich ganz spannend finde, hier haben wir ja auch schon hier diesen feurigen Höhepunkt und auch diese Karte sagt im Prinzip was recht Ähnliches, ne? Dass eine Situation wirklich einen Höhepunkt hier erreicht hat, dass es sein kann, dass gewisse Türen sich schließen. Vielleicht bist du diejenige, die hier eine Tür schließt, ne? Das Thema Loslassen könnte hier ein Thema sein oder eben Neubeginn, was jetzt nicht zwingend heißen muss, dass du komplett hier jemanden rausschneiden musst aus deinem Leben, aber es kann sein, dass du etwas erstmal eine Grenze ziehst. Diese Karte sagt auch, das, was du jetzt gerade erfährst, da hat deine Seele für Ja gesagt. Die hat sich da quasi eingeschrieben für. Und das ist ein Weg für dich, um zu lernen, damit deine Seele sich weiterentwickelt. Und du darfst jetzt du darfst den Events jetzt erlauben, dass sie sich so entwickeln, wie sie sollen und sei wirklich sanft mit dir selber. Wenn du in einer Situation bist, wo du jemanden oder etwas loslassen, hatten wir gerade schon, wenn du dabei bist, jemanden oder etwas loszulassen, wisse, es ist jetzt an der richtigen Zeit. So hart es manchmal auch sein kann. Vergebe jemanden für das, was sie getan haben. Das könnte auch tatsächlich der Key, der Schlüssel sein, um eine Situation auf positive Art und Weise in die Lösung zu bringen. Also Vergebung kam hier jetzt schon ein paar Mal, ne? Vergebung der Schlüssel fand ich jetzt auch gerade spannend. Das bedeutet nicht, dass das okay ist, was sie gemacht haben, aber it doesn't mean right, okay, aber es bedeutet eben, dass diese Energien erlöst werden. So, schauen wir uns nochmal den Vollmond an im Widder. Was sagt hier der Vollmond im Widder? Okay. Die Karte sagt im Prinzip, sei nett, freundlich, lächeln und sei höflich, während du durch die Situation und dahin quasi dich selbst navigierst, wo du gerne sein möchtest. Diese Karte sagt auch aus, dass die Karte sagt, hey, sei kein Baby. Im Sinne von, manchmal wollen wir so auf unser Recht beharren. Und ich habe das Gefühl, darum geht es gerade nicht. Außerdem sagt die Karte, hey, wenn du in einer intensiven Situation bist, dann
Versuche wirklich deinen Weg in den inneren Frieden zu finden, indem du vielleicht meditierst. Haben wir jetzt also auch zweimal hier. Es ist wichtig, wirklich alle Beteiligten in dieser Situation zu sehen, nicht nur auf dich selber fokussiert zu sein. Also wenn da eine Situation ist, ne, dann ist es vielleicht auch hilfreich, auch andere Beteiligte mitzusehen. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass es, ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass es, dass du sehr oft alle anderen siehst, nur dich nicht. Ja, okay, ich habe das Gefühl, bei dieser Karte geht es darum, dass sie dich quasi darauf hinweisen soll, hey, das kann noch mal heiß herzugehen. Wenn dem so ist, dann lass nicht dein kleines inneres Baby die Situation dominieren. Sprich dein Ego oder dein inneres Kind, ne? Wenn dein inneres Kind auf die Bühne kommt, zieh dich zurück. Wenn das quasi in der Situation das Beste ist, was du tun kannst, weil du vielleicht mit deinem inneren Kind in Bezug in dieser Situation gerade noch nicht so gut navigieren kannst. Ich habe das Gefühl, das ist das, worum es hier geht, ne? Wenn, ja, und die ganzen Energien hier sind sehr feurig, aber ich bekomme hier auch immer wieder die Botschaft Erdung, Heilung, hab Zuversicht, beobachte dich selber, lerne dich selber kennen. Du wirst hier den Schlüssel finden. Es wird neue Leichtigkeit reinkommen. Und ja, genau. So, dann, was hat Avalon zu sagen? Die Avalon-Karte sagt Risk, riskiere. Und da habe ich vorher schon mal reingeschaut. Da geht es im Prinzip mit dieser Karte darum, dass manchmal auf dieser Karte, was kann man das sehen? Das sind drei Pfeile hier unten. Einer geht gerade, einer rechts, einer links. Manchmal wissen wir nicht genau, wohin uns der Weg führt. Aber diese Karte sagt, vertraue deiner Intuition. Folge deiner Intuition und das, was sich richtig anfühlt. Auch wenn du noch nicht genau weißt, was am Ende dieser drei Karten ist. Aber, und da möchte ich jetzt einmal hin, wir machen das einmal hierüber, mit diesen Karten, die wir hier haben. Denn das sind die Karten. Was ist das höchste Potenzial dieser Situation? Und da haben wir erstmal den Eremiten. Wir haben den Ritter der Kelche. Und hier sind zwei Karten rausgekommen. Ass der Stäbe und das Ass der Kelche. Zwei Asse. Guck mal, da haben wir den Neustart wieder, ne? Passt das hier hin? Ja. Nein, es ist, glaube ich, so rum rausgefallen. So, zack. Also, das bestmögliche Ergebnis dieser Situation. Ich habe das Gefühl, hier geht es entweder darum, dass du oder beziehungsweise sehr viel darum, dass du dein eigenes inneres Licht wiederfindest. Diese Karte kann sagen, hey, vielleicht gibt es einen Mentor, vielleicht ist da jemand, wo du sagst, hey, die Person ist an dem Punkt, da möchte ich jetzt gerne sein und dann kannst du vielleicht so eine Mentorship machen. Vielleicht gibt es da jemand, der dich inspiriert, wo du sagst, hey, ich möchte wissen, kannst du mir helfen, mich durch diese Situation durchzunavigieren? Das dient allerdings auch nur, dass du wieder hier dich selber erkundest und siehst, was in dir selber ist, damit du dein eigenes inneres Licht wiederfindest. Damit du deinen eigenen Selbstwert wiederfindest, deine eigene Liebe, dein eigenes Licht. Und ich habe das Gefühl, hier geht es auch darum, dich nämlich jetzt auf dich selber zu fokussieren. Wirklich genau hinzuschauen hier. In die Meditation auch zu gehen, in die Erlösung dieser Emotionen zu gehen. Aber sie eben auch erstmal annehmen, ne? Erstmal erkennen, hey, was ist eigentlich alles in mir, was ich eigentlich nicht annehmen kann oder was vielleicht andere nicht annehmen können, ne? Was ist in mir, das ich ablehne? Und ganz oft ist es so, dass uns andere Menschen dies spiegeln. Wenn da eine Person ist, die dich triggert, wo du sagst, oh, der ist immer so und so. Wenn es irgendwas gibt, was du an jemand anderem ablehnst, dann kann es sein, dass das irgendwas ist, was du an dir selber auch ablehnst. Solange du noch eine emotionale Reaktion auf jemanden oder etwas hast, bist du noch nicht frei. Und die Kartenlegung, die ich letztens gemacht habe, hier mit den Einhornkarten, das ist die Kartenlegung, dein Licht wird gebraucht. Ich glaube, so habe ich sie genannt. Schau da gerne mal rein. Solange du
auf irgendwas in deinem Außen noch eine emotionale Reaktion hast, bist du noch nicht frei. Nicht frei in dir, weil da noch Themen sind, die du ablehnst. Und das sind diese Schattenthemen. Ne? Deswegen frag dich immer, was hat das mit mir zu tun? Warum reagiere ich da so stark drauf? Und in der Regel ist es nicht so, dass man sagt, ja, weil ich würde das ja ganz anders machen. Das ist halt so ganz unterschiedlich, wie ich es machen würde. Ich würde mich ja erwachsener verhalten oder keine Ahnung, sowas in der Richtung. Sondern was ist es wirklich? Ein Beispiel. Ich rede mal wieder aus dem Nähkästchen. In meiner Vergangenheit gab es eine Person, die hat sich verhalten wie ein Baby. So. Und die hatte Wutausbrüche und hat mir unter anderem, hat damit auch mein Leben beeinflusst. Und ich habe mich, irgendwann war das so viel, immer wieder kam diese Energie in mein Leben. Und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich sagte, boah, das hat mich wütend gemacht. Da habe ich gemerkt, boah, ich werde wütend hier. Und wie kann die nur so sein? Kann die sich nicht erwachsen verhalten? Warum muss ich immer die Erwachsene sein? Und diese Person hat mir eigentlich etwas gespiegelt, weil das, was ich an dieser Person abgelehnt habe, dass sie sich verhält wie die Ochse im Walde, dass sie teilweise rumschreit, ihre eigene Wut auf andere rausballert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das hat mir gezeigt, krass, in mir selber ist diese Wut, die ich nicht annehmen kann. Das kam dann irgendwann. Und ich war so wütend, weil da war noch eine andere Person involviert in dieser Geschichte. Und ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du, was mich so wütend macht? Und ich saß auf meinem Bett und ich habe die Kissen runtergeschmissen und die andere Person, die da mit involviert war, hat sie mir dann wieder hochgebracht, damit ich sie wieder runterschmeißen konnte. Und ich habe gesagt, mich pisst es so an, dass diese Person sich verhält wie die Axt im Walde und trotzdem gibst du ihr all die Liebe und Zuneigung und bist immer wieder freundlich mit ihr. Und das ist so diese bedingungslose Liebe, dieses auch, wenn man so will, natürlich könnte man sagen, das ist fast so diese Energie von dem Kind, von dem Elternteil, von der Eltern-Kind-Beziehung. Und ich dachte dann in dem Moment, und ganz ehrlich, ich versuche immer alles so gut zu machen, das brave Mädchen zu sein, ne? Ich versuche immer alles erwachsen zu regeln. Und ich kriege einen Scheiß ab. So, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Und hab dann festgestellt, dass das, was in dieser anderen Person war, mir auch wieder mich so krass, ich habe das so krass abgelehnt, weil das etwas war, was ich mir selber nicht zugestanden habe, mal auf die Kacke zu hauen und zu sagen, ey, finde ich nicht in Ordnung, weil ich Angst hatte vor Ablehnung. Hätte mich das alles nicht gestört, hätte ich einfach nur gesagt, ja, okay, weißt du was? Das Verhalten resoniert nicht mit mir, da muss ich mich jetzt auch nicht in dieses Umfeld irgendwie permanent aussetzen mit dieser Person. Da ziehe ich mich raus, weißt du, wie ich meine? Das Schöne ist, was hier kommt, ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, hier kommt ganz viel Liebe. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass hier ein Teil von dir integriert wird. Und wie gesagt, egal, wo du durchgehst, vielleicht erinnerst du dich an diese Kartenlegung und erinnerst dich daran, ah ja, Julia hat gesagt, das wird hier ganz schön feurig, aber es gibt Hoffnung. Geh raus in die Natur, versuch dich zu erden, meditieren, Atem nicht vergessen, beobachte dich selber, was sagt es dir über dich selber, erinnere dich vielleicht an meine kleine Geschichte gerade. Höre auf deine Intuition, wenn du weitergehst. Wisse, da ist der Lösung, hier ist die Lösung, hier ist ein Schlüsselmoment für dich, der dich in die Heilung bringt und zu einem Neustart bringt. Und der Schlüssel, der hat auch zu tun mit deiner Lernaufgabe. Und wenn wir jetzt hier nach oben gehen, Ritter der Kelche, entweder kommt hier eine Person auf dich zu und reicht dir den Kelch. Und wir haben hier einen sehr feurigen, aber auch gleichzeitig gefühlvollen Neustart. Das kann sein, wenn du hier in einer Situation bist mit einer Person, kann es tatsächlich sein, dass das der Schlüssel ist, dass du einfach auch mal sagst, hier, nee, Grenzen ziehen funktioniert nicht mehr. Hör auf deine Intuition, nicht auf deine Angst. Oder dass dir hier ein Angebot gemacht wird, dass irgendwas reinkommt, was dein Herz erfüllt,
Und was dir neue Motivation, neues Feuer, neue Inspiration gibt, neue Leidenschaft. Hier kommt du hast hier die Chance. Du hast hier die Chance, die dir vom Universum, vom Göttlichen gegeben wird, auf einen vollen Kelch, volle Erfüllung, Gefühle und ganz viel Leidenschaft. Ob das jetzt ist in einem Beruf, mit einem Projekt, mit einer bestimmten Person. Aber wenn du hinschaust, dich auf dich selber fokussierst, auf dein inneres Licht, zu schauen, hey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Diese Emotionen integrierst, dann haben wir hier das höchste Potenzial liegen, was unfassbar schön ist. Und das wünsche ich uns allen. Ja, ein etwas ungewöhnliches Reading, aber ihr wisst ja, ich probiere gerne was Neues hier auf dem Kanal. Und ja, lasst es mich wissen, ob das mit euch resoniert hat, wie euch die Karten gefallen haben. Diese Karten, ich finde die ja mega cool. Wie hat euch das Eva-Projekt hier gefallen, um das mit in zu integrieren? War jetzt natürlich ein sehr gemischtes Orakel mit Absicht, aber ja, ich dachte mir öfter mal was Neues, damit es hier nicht langweilig wird. Aber natürlich, wenn irgendwelche Sachen so mit euch resonieren, dass du sagst, hey, das war voll cool, dass wir hier so viele unterschiedliche Sachen hatten, dann überlege ich natürlich auch, das regelmäßig hier zu machen. Was ich sowieso überlegt habe, natürlich jetzt zu den jeweiligen Mondphasen, wenn ich die Zeit habe, ja, zum Vollmond, zum Neumond und speziellen anderen Anlässen einfach ja, spezielle Kartenlegungen für euch zu machen. Und da ist es für mich tatsächlich so ein bisschen wie Spielen. Das ist so wie Malen, wie Kreieren, was mache ich heute? Und deswegen, mir macht das sehr viel Spaß. Ja, und in diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren, Kanal abonnieren. Verbinde dich auch gerne mit mir auf Instagram. Ich sage das ja immer wieder, weil ich da auch sehr aktiv bin, insbesondere auf meinem Avalon Rituals Kanal. Ich habe zwei Kanäle, weil du schön bist und Avalon Rituals, alle Infos unter diesem Video. Und bei Avalon Rituals gibt es auch zusätzlich, dass ich natürlich jetzt hier diese Kartenlegungen für euch regelmäßig mache, aber regelmäßig Tagesbotschaften. Regelmäßig im Sinne von manchmal vielleicht nicht jeden Tag, aber sehr, sehr häufig tatsächlich. Also schaut da auch mal rauf. Der ist zwar auf Englisch, könnt ihr euch aber auf Deutsch umstellen lassen mit ja, mit der Übersetzung, die man sich da immer anzeigen kann. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Alles Liebe oder Tag, je nachdem, wann du das hier schaust. Und ja, gutes Gelingen wünsche ich uns allen im Vollmond. Ich glaube, wenn wir das hier integrieren, können wir wirklich einen ganz großen Sprung nach vorne machen. Hier, da liegt der Schlüssel, ne? In der Mitte. So, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.